Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der Mittagspause darf ich die Plenarsitzung wieder pünktlich um 15 Uhr diese Uhr eröffnen. Jetzt ist sogar schon 15.01 Uhr. Ich sage bewusst diese Uhr, weil wir sind hier am Präsidium verwirrt mit verschiedenen Uhren. Also es gibt eine Uhr, die zeigt schon 15.06 Uhr und passt alles irgendwie digital sehr gut hier zusammen. Aber wir können das gerade noch alle Mann und alle Frauen leisten. Tagesordnungspunkt 5. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Hessisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels, Hessisches Klimaschutzgesetz. Ja, alles gut. Drucksache 20-9276 soll als nächster Punkt aufgerufen werden. Es ist der Setzpunkt von Bündnis 90 Die Grünen. Ich bitte dann um ein Signal, wer dieses einbringt. Bevor ich aber diesen Tagesordnungspunkt aufrufe, möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Berichtsantrag der Fraktion der SPD betreffend Bestands- und Bedarfsanalyse Schulbau, die Drucksache 9358 aus der 20. Legislaturperiode. Darf ich unterstellen, dass die Dringlichkeit bejaht wird? Ich darf das unterstellen. Dann ist das der Fall. Dann wird dies der Tagesordnungspunkt 100 und kann, ich hoffe, niemand von Ihnen widerspricht, mit dem Tagesordnungspunkt 9, dem Gesetzentwurf der Fraktion der Linken, aufgerufen werden. Das ist so der Fall. Dann haben wir das beschlossen. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist der dringliche Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der SPD und der Freien Demokraten betreffend Frauen, Leben, Freiheit mit der Drucksachennummer 9359 aus dieser der 20. Legislaturperiode. Darf ich auch hier davon ausgehen, dass die Dringlichkeit bejaht wird? Ich sehe, das ist der Fall. Dann wird dieses der Tagesordnungspunkt 101 und die Redezeit beträgt 5 Minuten. Mir wurde signalisiert, und ich merke schon, dass der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen da gut aufpasst, dass der Tagesordnungspunkt heute vor dem Tagesordnungspunkt 17, das ist die Mitteilung der Landesregierung zur Corona-Pandemie, aufgerufen werden soll. Auch darüber sind wir uns einig. Vielen herzlichen Dank. Dann werden wir so verfahren, und ich darf Ihnen sagen, dass in unserem Ablaufplan schon genauso drinsteht. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt Nummer 5, und mein Vorwort hat schon geholfen. Die zuständige Staatsministerin Christa Hinz bringt den Gesetzentwurf der Landesregierung ein, und Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem Klimagesetz, das ich heute dem Landtag vorlege, wird erstmals in Hessen ein rechtlicher Rahmen für ehrgeizigen Klimaschutz geschaffen. Die letzten heißen, trockenen Jahre haben uns gezeigt, dass weitere Schritte notwendig sind, um die Klimakrise zu bekämpfen. Und wir wissen, dass kurzfristige Maßnahmen notwendig sind zur Sicherung der Energieversorgung und soziale Unterstützung für Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft in diesen Zeiten der Verunsicherung aufgrund des Angriffs von Russland auf die Ukraine. Aber klar ist auch, wir müssen weg von den fossilen Brennstoffen. Das geht damit einher, dass das umso deutlicher wird. Und der Klimawandel findet statt. Er muss auch im Vordergrund des Interesses bleiben und auch der Politik. Und der Klimawandel ist eine langfristige Bedrohung für uns alle. Deswegen sage ich hier ganz klar, wir haben ein Ziel, wir haben einen Plan. Hessen wird klimaneutral. Mit dem Klimagesetz werden die Klimaziele, die wir erreichen wollen, erstmals gesetzlich festgelegt. Und neu dabei ist, dass wir bis zum Jahr 2030 anders als bisher geplant war, die Treibhausgasemissionen um 65% statt wie bislang gedacht um 55% reduzieren wollen. Neu ist auch die Reduktion
um mindestens 88% im Jahr 2040 und spätestens im Jahr 2045 soll Hessen klimaneutral sein. Ab 2050 sind rechtlich sogar negative Treibhausgasemissionen vorgeschrieben. Meine Damen und Herren, ich will deutlich machen, das Klimagesetz ist der rechtliche Rahmen. Die Umsetzung von konkreten Maßnahmen und Projekten erfolgt über den Hessischen Klimaplan und entsprechende Fachgesetze. Selbst der Klimaplan wird mit dem Klimagesetz aber auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt. Wir haben ja seit 2017, ab dem Jahr 2018 in der Umsetzung in Hessen den integrierten Klimaschutzplan. 140 Maßnahmen sind in der Umsetzung oder bereits beendet. Und schon 2 Jahre früher als geplant, weil der IKSP gilt bis zum Jahr 2025, erarbeiten wir aktuell den neuen Klimaplan, der bis 2030 gelten soll. Wir werden ihn regelmäßig und zukünftig spätestens alle 5 Jahre anpassen. Meine Damen und Herren, 370 Millionen € sind im Doppelhaushalt vorgesehen für die Umsetzung des neuen Klimaplans. Mehr als doppelt so viel wie beim ersten Plan. Und mit der Basisförderung im Haushalt über alle Ressorts hinweg sind es 1,8 Milliarden € für den Klimaschutz. Das alleine zeigt, dass Klimaschutz im Mittelpunkt des politischen Handelns dieser Landesregierung steht. Und darüber hinaus tragen alle Ressorts die Mitverantwortung für den Klimaplan, für die Erreichung der Ressortziele und ihrer Sektorziele. Denn wenn in einem Sektor ein Ziel verfehlt wird, muss das zuständige Ministerium innerhalb von 3 Monaten Sofortmaßnahmen vorlegen, damit wir wieder auf den Zielkurs kommen. Auch dies ist neu, und auch dies ist ein wichtiger Punkt. Ein wissenschaftlicher Beirat. Ein wissenschaftlicher Beirat wird als unabhängiges Gremium die Landesregierung künftig beraten und Empfehlungen abgeben für die Klimapolitik abgeben. Das bedeutet auch einen neuen Schub für die Klimaschutzpolitik dieser hessischen Landesregierung. Und weil wir zeigen wollen, dass das auch geht, soll die hessische Landesverwaltung bis 2030 klimaneutral sein und damit Vorbildcharakter haben. Dies ist, wie Sie wissen, schon länger Beschlusslage des Kabinetts. Jetzt legen wir in diesem Gesetz fest, wie dies erreicht werden soll. Bis zum Jahr 2026 ist ein Fahrplan für die Gebäude zu erstellen, und die Umsetzung muss unmittelbar beginnen. Bei der Umrüstung oder Neuanlage der Gebäudetechnik darf ab 2026 keine fossile Verbrennung mehr stattfinden. Und bereits im Hessischen Energiegesetz haben wir geregelt, dass Photovoltaik auf Dächern und größeren Parkplätzen zu installieren ist innerhalb der Landesverwaltung. Auch hier zeigt sich, dass das Klimaschutzgesetz ein Rahmengesetz ist. Bei der Beschaffung soll zukünftig ein CO2-Preis berücksichtigt werden, wodurch die realen Kosten des Klimawandels sichtbar werden. Meine Damen und Herren, das sind weitreichende Festlegungen, die zeigen, dass wir es ernst meinen. Das Klimagesetz ist damit rechtlicher Rahmen für das Handeln der Landesregierung und eine Verpflichtung
dass das Regierungshandeln konsequent an den Klimazielen auszurichten ist. Und logisch ist dann auch die Konsequenz, dass wir einen Klimacheck einrichten. Das heißt, alle Gesetze, alle Verordnungen, alle großen Förderprogramme werden im Hinblick auf die Klimaverträglichkeit überprüft, und in Kabinettsbeschlüssen muss dieses festgehalten werden. Und dass die Ressorts auch darüber hinausgehen, zeigt sich an dem Beispiel des Vorgehens meiner Kollegin Angela Dorn, Ministerin für Wissenschaft und Kunst, die erst kürzlich mit einer neuen Richtlinie die Vereinbarkeit von Denkmalschutz und Photovoltaik klarstellte und die Auslegung des Denkmalrechts entsprechend anpasste. Meine Damen und Herren, da der Klimawandel bereits stattfindet und nicht mehr wegzudiskutieren, höchstens abzumildern ist, muss das Land natürlich auch eine Anpassungsstrategie vorlegen. Sie wird Teil des Klimaplans sein. Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Sie trifft alle Ebenen, von der Kommune bis zu den internationalen Staatengemeinschaft. Und die Ziele können nur erreicht werden, wenn alle mitarbeiten. Den Kommunen in Hessen kommt beim Klimaschutz dabei eine besondere Bedeutung zu, und sie nehmen diese Aufgabe in eigener Verantwortung wahr. Aber natürlich werden wir die Kommunen im Rahmen unseres Bündnisses der Klimakommunen besonders unterstützen. Wir werden aber auch für die Förderungen Standards einfordern. Planungssicherheit, zielgerichtete Förderung und Unterstützung bei der Umsetzung. Wir lassen die Kommunen bei dieser Aufgabe nicht alleine, meine Damen und Herren. Mit diesem Gesetz erreicht Hessen einen weiteren wichtigen Meilenstein auf der Etappe hin zur Klimaneutralität, leistet einen Beitrag zur Zielerreichung von Paris. Und ich freue mich schon auf die weitere Beratung im Ausschuss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Zum Bedauern der Oppositionsfraktion muss ich mitteilen, Frau Hinz hat bis auf 15 Sekunden, die sie noch übrig gelassen hat, die Redezeit voll ausgenutzt. Wir kommen nun zur Jetzt haltet doch durch. Jetzt mal so eine Minute oder so. Ich zitiere jetzt nicht das, was gerade ein Beisitzer hier oben gesagt hat, sondern gebe das Wort an die Kollegin Heimer von den Linken. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Entwurf des lange überfälligen Klimaschutzgesetzes ist inhaltlich eine Katastrophe. Um die Klimaschutzziele einzuhalten, brauchen wir bis 2035 eine Verringerung der CO2-Emissionen um jährlich 5 Prozentpunkte. Das wären jährlich 2,5 Millionen Tonnen. Der Gesetzentwurf geht aber weiterhin von 2024 als Zieljahr mit einer Minderungsrate um nur 3 Prozentpunkte pro Jahr aus. Das ist entscheidend zu wenig. Die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens werden damit nicht erreicht. So wie das Gesetz vorgelegt wurde, verlagert es hohe Klimaschutzlasten und Risiken in die Zukunft auf die kommende und jüngere Generation. Das meinte also Boris Rhein, als er zum Klimaschutz im Mai als zentrales Zukunftsthema bezeichnete.
Der Entwurf steht eindeutig im Widerspruch zu dem Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts, Urteils vom März 2021. Der Entwurf ist daher nicht verfassungskonform. Dass eine Regierung mit grüner Beteiligung sich traut, das vorzulegen, ist erstaunlich. Dass erst 2045 als Zeitpunkt der sogenannten Klimaneutralität vorgesehen ist und die Minderungsrate um wenigstens 2% zu klein ist, ist aber kein handwerklicher Fehler. Die verantwortliche grüne Umweltministerin und der verantwortliche grüne Verkehrs- und Energieminister wissen sehr genau, dass der vorgelegte Entwurf nicht reicht. Sie wissen, dass Hessen noch ein CO2-Budget von ca. 300 Millionen Tonnen hat. Das haben Umweltverbände Ihnen vorgerechnet. Mehr dürfen jetzt nicht mehr freigesetzt werden. Der Entwurf der Landesregierung geht aber von 500 Millionen Tonnen aus. Es ist ja bekannt, dass die Landesregierung sich über Jahre gegen ein Klimaschutzgesetz gesperrt hat. Verbindliche Regelungen in Gesetzesform haben sie als überflüssig abgewehrt. Traurig genug, aber erst durch den Druck von Fridays for Future, Umweltverbänden und der Opposition aus Linken und SPD hat sie gezwungen, ein Gesetz vorzulegen. Sie legen jetzt aber ein Gesetz vor, dessen Hauptfunktion es ist, zum Ende Ihrer für den Klimaschutz weitgehenden verlorenen Regierungszeit noch einmal Handlungen zu simulieren. Das ist es, was Sie machen. Sie vermeiden verbindliche Regelungen. Sie simulieren Klimaschutz. Das reiht sich ein in die grüne Verkehrspolitik mit der Verteidigung der Kurzstreckenflüge, dem Abholzen von Wald für die A49, 44 oder dem Riederwald. Und es passt zur Ablehnung des Volksbegehrens, Verkehrswende und der Werra-Versalzung. Genauso hat Schwarz-Grün das schon einmal gemacht. Von dem Klimaschutzplan 25 war schon vor seiner Verabschiedung 2017 klar, dass er weder für 1,5 Grad noch für 2 Grad taugt. Auch jetzt wissen alle, dass das Gesetz nicht reicht. Aber die Landesregierung verspielt erneut Zeit und spitzt die extrem schwierige Lage weiterhin zu. Dabei wissen Sie doch genau, dass die restliche Zeit, die wir noch haben, um die Klimakrise halbwegs zu bewältigen ist, so wertvoll ist wie Goldstaub. Hitzewellen, Dürreperioden, Wassermangel, Ernteeinbrüche, Extremwetterereignisse und Klimaflüchtlinge. All das wird immer wieder benannt. Doch im Gesetz hat sich das nicht niedergeschlagen. Verbindliche Sektorziele sind das Herz des Bundesklimaschutzgesetzes von 2019. Jedes Bundesland muss den Sektoren Verkehr, Energie, Mobilität, Landwirtschaft usw. Jahreshöchstmengen an CO2-Emissionen zuordnen. Im Entwurf sind die Sektoren nicht entsprechend des Bundesgesetzes abgebildet. Wirklich dreist ist aber, dass es im Gesetz keine verbindlichen Sektorziele gibt. Diese festzulegen überlässt die Landesregierung den obersten Landesbehörden, also sich selbst. Behörden. Das ist dreist. Der Gesetzentwurf erfüllt hier noch nicht einmal die Anforderungen des Bundesklimaschutzgesetzes. Was die Landesregierung hier vorlegt, ist ein Blendwerk. Er verhöhnt alle Klimaschützerinnen und vor allem die jüngeren Menschen. Wenn die Sektorziele im Gesetz stehen, würden sie auch für zukünftige Regierungen gelten. Das ist der Sinn von Gesetzen. Sie gelten für alle. Sie verpflichten auch die Regierenden auf die Einhaltung von Zielen, und diese wären einklagbar. Genau das will Schwarz-Grün vermeiden. Schwarz-Grün hat den Gesetzentwurf zahnlos gemacht. Der Entwurf vermeidet jegliche Anforderungen, Ziele, Vorgaben und Verbote. Keine Sektorziele, keine Pflicht zur Nutzung von Restwärme, keine Solarpflicht, kein Schutz von klimawirksamen Böden. Auch die gesetzliche Verankerung von Förderungen des Landes gegenüber Dritten sucht man vergebens. Das würde das Land verpflichten, z.B. die Kommunen finanziell zu unterstützen,
was viele der Klimakommunen fordern. Das Land verzichtet komplett darauf, eigene Vorschriften zu erlassen. Man kann sich dem Eindruck nicht erwehren, dass das Gesetz maximal unverbindlich bleiben soll. Aber die Regierung schreibt im Vortext, dass das Gesetz den legislativen Handlungsspielraum ausschöpft. Das ist wirklich nur Blabla. Andere Bundesländer haben das viel besser gemacht. Die zentralen Vorgaben gehören in das Gesetz und nicht in den Plan und nicht unter Haushaltsvorbehalt. Die Regierungen hatten genug Geld für Bankenrettung, sie hatten genug Geld zur Firmenrettung in der Corona-Krise und jetzt auch in der Energiepreiskrise. Aber der Klimaschutz steht unter Haushaltsvorbehalt. Sie wollen lieber die Schuldenbremse einhalten, als unsere Lebensgrundlagen sichern. Das ist nicht akzeptabel. Der Klimaschutz darf der Schuldenbremse nicht geopfert werden. Und wir bleiben dabei, die Schuldenbremse muss weg. In den letzten 6 bis 8 Jahren sind die CO2-Emissionen kaum zurückgegangen. Nach fast 9 Jahren Schwarz-Grün brauchen wir jetzt stärkere Minderungsraten, also große Schritte. Doch große Schritte werden nur mit Aufklärung auf Basis freiwilliger Maßnahmen und Förderprogrammen wie bisher nicht mehr zu realisieren sein. Im Entwurf gibt es keine Konkretisierung dazu, nur der Verweis auf den neuen Klimaschutzplan, den wir aber nicht kennen. Der Plan entsteht ohne öffentliche Diskussion, ohne Parlamentsbeteiligung, und er wird unverbindlich sein. Weil Klimaschutz aber verbindlich sein muss, wollten wir ein Gesetz, aber eines mit Inhalten, meine Damen und Herren. Die Regierung will die Treibhausemissionen bis 25 um mindestens 40%, bis 30 um 65% senken. Ein Monitoring soll alle 5 Jahre stattfinden. Wenn das Gesetz ab 2023 in Kraft treten würde, wäre die nächste Kursüberprüfung 28. Das ist nach 25 und bis 30 heißt das, hätten wir nur maximal 2 Jahre Zeit, um nachzusteuern. Das ist Unfug. Jährlich muss das passieren, damit wir schnell nachsteuern können. Das haben wir bereits in der letzten Legislatur gefordert. Der Entwurf der Landesregierung müsste entscheidend nachgebessert, am besten aber neu geschrieben werden. Einen ausreichenden Beitrag zur Einhaltung des für viele Millionen Menschen überlebensnotwendigen 1,5-Grad-Ziel geht mit diesem Gesetz nicht. Drastischer formuliert, wenn das Gesetz wie vorgelegt beschlossen würde, wäre es mitverantwortlich für das Leid und unter Umständen auch den Tod vieler Millionen Menschen. Die Linke in Hessen wird ein solch tödliches Gesetz niemals akzeptieren. Wir fordern die Landesregierung auf, diesen grottigen Entwurf zurückzuziehen. Machen Sie sich den Entwurf des BUND zu eigen und bringen Sie diesen ein. Der Vorschlag des BUND, verbessert um einige soziale Komponenten, würde den Klimaschutz in Hessen auf ein neues Niveau heben. Der Vorschlag der Landesregierung ist so unwirksam, so unverbindlich, dass er mit wirksamen Klimaschutz, dass er ihn verhindert. Es ist ein Klimaschutzverhinderungsgesetz. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Als nächstes der Fraktionsvorsitzende der FDP, Kollege René Rock, kommt aus Seligenstadt. Das ist ein Nachbarort von Froschhausen. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Heute ist das Klimaschutzgesetz Thema für unsere Debatte. Und ich glaube, man sieht hier ganz deutlich, dass Schwarz-Grün nach 9 Jahren in der Regierung noch einmal deutlich macht, dass diese Regierung einfach nur das Schlechteste ihrer eigenen Programme fördert. Wir haben erlebt,
dass die CDU umgefallen ist bei der Schuldenbremse, bei der seriösen Haushaltsführung, dass die CDU bei der Schuldenbremse nur durch den Staatsgerichtshof gebremst werden konnte und zurück zur Verfassung geführt werden konnte. Und das Lieblingsthema der CDU war die Schuldenbremse und seriöse Haushalte. Das ist in dieser Regierung obsolet geworden. Und der Klimaschutz, den die GRÜNEN ja immer so gerne vor sich hertragen, sehen wir heute den Beweis, welchen Rang in dieser Regierung in 9 Jahren Schwarz-Grün-Klimaschutz überhaupt hat. Weil wer ein solches Gesetz vorlegt, wie dieses, das uns heute hier vorliegt, der muss sich echt fragen lassen, was hat er denn in den letzten 9 Jahren tatsächlich getan? Und da ist die erste Frage schon einmal, warum reden wir jetzt über das Klimaschutzgesetz von Schwarz-Grün im 9. Jahr, in dem Schwarz-Grün in Hessen regiert. Im 9. Jahr legt diese Regierung ein Klimaschutzgesetz vor. Liebe Regierung, ist das nicht ein bisschen spät, sehr geehrte Damen und Herren? Und ich will hier noch einmal auch darauf hinweisen, warum ich vermute, warum jetzt im 9. Jahr dieses Gesetz erst kommt. Wir sind nämlich letztes Jahr als Land Hessen verklagt worden von Ihrer Vorfeldorganisation der Umwelthilfe, die hat hier eine Klage eingereicht. Und nachdem diese Klage eingereicht worden ist, hat natürlich diese Landesregierung, gerade Tarek Al-Wazir und Frau Hinz, in ihrer sympathischen Art nach außen, dass sie nichts falsch gemacht haben, haben sie am 13.09. in einer Presseerklärung reagiert. Sie sagten damals, am 13.09.2021, sagt Frau Hinz und Herr Al-Wazir, zu der Forderung, dass wir ein Klimaschutzgesetz brauchen, sagten Sie, wir sagen es ganz deutlich, Klimaschutzziele werden nicht allein erreicht, indem sie in ein Gesetz geschrieben werden. Und noch besser, mit dem Energiezukunftsgesetz gibt es in Hessen als Ergebnis des Energiegipfels bereits seit Jahren ein Gesetz, das das erste Klimaschutzgesetz überhaupt auf Landesebene zu einem Zeitpunkt, als es noch kein 1,5-Grad-Ziel noch gar nicht beschlossen worden war, gibt. Und jetzt ist Ihnen natürlich total durchgegangen, dass dieses Klimaschutzgesetz gar nicht Ihres war, sondern dieses Klimaschutzgesetz war nämlich das Gesetz, das CDU und FDP hier gemacht haben. Da waren Sie gar nicht an der Regierung, sehr geehrte Damen und Herren. Und dann fragt man sich, warum jetzt dieses Gesetz? Warum kommen Sie jetzt im 9. Jahr, also 12 Monate vor der Wahl, plötzlich mit einem Klimaschutzgesetz, als hätten Sie gemerkt, oi, auch Klimaschutz in Hessen ist ein großes Thema. Wir müssen jetzt kurz vor der Wahl doch jetzt ein Gesetz vorlegen. Das ist meine Vermutung. Und, also, der Hintergrund ist sicherlich wahltaktisch zu sehen. Und dann hatten Sie ja erst einmal erklärt, wir brauchen ja kein Klimaschutzgesetz. Jetzt legen Sie eins vor, Frau Hinz, und haben mir ja auch wieder erklärt, wie wichtig das ist im 9. Jahr Ihrer Regierung. Dann haben Sie hier vorgetragen, oder in Ihrer Pressemitteilung erklärt, naja, es gab die 26. Klimakonferenz, und nach der 26. Klimakonferenz haben Sie jetzt erkannt, auch Hessen braucht ein Klimaschutzgesetz. Ich glaube, diese Begründung war relativ dünn, aber es war die einzige, die Ihnen noch eingefallen ist. Und dann hatten wir ja hier schon mal ein Klimaschutzgesetz der SPD beraten. Und da muss ich auch sagen, erst haben Sie natürlich wieder erklärt, alle anderen Fraktionen im Hessischen Landtag schlafen den Dornröschenschlaf, und nur diese Regierung ist ganz vorne. Also, die FDP hat ein Energiezukunftsgesetz eingebracht, die SPD hat ein Klimaschutzgesetz eingebracht. Sie werfen der Opposition einen Röschenschlaf vor und bringen jetzt überhaupt erst Ihr eigenes Gesetz ein. Da sollten Sie sich mal hinterfragen, wo Sie eigentlich stehen mit Ihren wichtigen Themen wie Klimaschutz. Und dann haben Sie der SPD vorgeworfen, das fand ich ja noch die Krönung, Zitat, dass man die Klimaziele des Bundes nicht einfach übertragen kann, da wir andere Zusammensetzungen unseres Mixes der Treibhausgase haben. Deshalb wäre dieses Gesetz der SPD untauglich. Jetzt machen Sie aber genau das, was Sie der SPD vorgeworfen haben, machen Sie in Ihrem eigenen Gesetz genauso. Ich weiß gar nicht, ob der Herr Söder in Bayern schneller die Meinung wechselt wie Sie. Ich glaube, Sie sind da in einem ernsten Wettkampf mit Herrn Söder. Vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie sich hier an der Stelle so selbst entlarven. Und jetzt haben wir ja viel über das Wie, Warum. Das interessiert die meisten Bürger wahrscheinlich gar nicht. Das ist unsere Debatte hier im Landtag. Aber was haben Sie denn eigentlich für eine Bilanz vorzulegen? Was haben Sie denn im 9. Jahr Ihrer Regierung von Schwarz-Grün eigentlich erreicht? Wenn man sich das mal anguckt, die Treibhausgasbilanz des Landes Hessen. 2015 emittierten wir in Hessen 40,8 Millionen Tonnen.
Das war 2015, kurz nachdem Sie die Regierung angetreten haben. Also 40,8 Millionen jetzt im Jahr 2019. Ich glaube, das Jahr 2020 als Referenzwert zu nehmen, wäre zynisch. Von daher bleiben wir bei dem Jahr 2019. Da sind wir jetzt bei 39,1 Millionen Tonnen. Also von 40,8 in Ihrer Regierungszeit sind wir jetzt bei 31,9. Das ist weniger als 1% im Jahr Vermeidung. Und jetzt sage ich mal, bei den enormen Energiepreisen, die die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen in diesem Land zu schultern haben, haben die das eigentlich ohne Sie geschafft. Das war eigentlich der Hintergrund. Das haben Sie einfach ohne Sie gemacht. Sie haben eigentlich hier im Klimaschutz seit 9 Jahren gar nichts vorzuweisen, jedenfalls wenn man sich die realen Zahlen anguckt, sehr geehrte Damen und Herren. Und da SPD und FDP ja schon eigene Vorschläge eingebracht haben, will ich auch die gar nicht hier jetzt groß ausbreiten. Ich will nur sagen, es gibt Ideen, es gibt Vorschläge und es gibt Länder, die sind deutlich weiter, die sind innovativer und die machen einfach mehr. Aber was Sie jetzt hier vorschlagen, also das ist, also ich habe das gelesen und war immer noch sprachlos. Also Sie kommen hierher im Jahr 2022 legen ein Klimaschutzgesetz vor. Und ich will das nur mal an einem Punkt deutlich machen. Sie regieren seit 9 Jahren, also Sie sind im 9. Jahr Ihrer Regierung. Und Sie schreiben jetzt in Ihr Gesetz, Sie wollen, dass im Jahr 2026 ein Plan vorgelegt wird. Also Sie haben uns mir immer erklärt, Klimaschutz ist wichtig, es muss schnell gehen. Sie wollen heute, dass wir beschließen, dass im Jahr 2026 ein Plan vorgelegt wird, um die Landesgebäude klimaneutral zu machen. Sie regieren seit 2 Jahren und legen jetzt ein Gesetz vor, dass 2026 nicht die Gebäude klimaneutral gemacht werden, sondern ein Plan vorgelegt wird, der dann 2028 umgesetzt werden soll. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn das Klimaschutz ist, also wenn das Ihre Priorität ist, weniger geht wirklich nicht mehr. Wenn Sie dann auch noch reinschreiben, dass 2026 bei Sanierung und Neubau von Landesgebäuden man auf Gas- und Ölheizung verzichten soll, Ihr eigener Energieminister als Praktikant im Energieministerium in Berlin hat Ihnen schon ins Stammbuch geschrieben, dass Sie in 1,5 Jahren verpflichtend sowieso das machen müssen. Und da ist Berlin noch 1 Jahr vor Ihnen, was Sie hier sagen. Also es ist wirklich unglaublich, mit was Sie uns hier ja, was Sie hier vorlegen und sagen, Sie wären Klimaschutzpartei. Weniger geht nicht mehr, sehr geehrte Damen und Herren von den Grünen. Weniger geht nicht mehr. Und dann habe ich ja, also Klimascheck, wissenschaftlicher Beirat, der die Landesregierung berät, was sie am Klimaschutz besser machen will. Wenn Sie heute die erste Regierungserklärung einer schwarz-grünen Regierung vor 9 Jahren gehalten hätten und hätten das hier vorgeschlagen, dann hätte man ja noch diskutieren können. Aber dass Sie nach 9 Jahren sagen, das ist ein großer Schritt für den hessischen Klimaschutz, dass Sie einen wissenschaftlichen Beirat in einem Gesetz fordern. Wir haben doch im Klimaschutz kein Erkenntnisproblem, vielleicht die AfD, aber sonst niemand. Wir haben doch kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem, sehr geehrte Damen und Herren, ein Umsetzungsproblem. Und wenn ich dann hier den integrierten Klimaschutzplan höre, dieses Sammelsurium von Maßnahmen, wo es nur eine einzige gibt, die wirklich mit Geld hinterlegt ist und die fast die gesamte Finanzierung des Klimaschutzplans ausmacht, dann ist das kostenlose Beamtenticket, das wir hier eingeführt haben, wofür aber die Mitarbeiter einen Lohnverzicht auch noch bringen mussten, weil es ein Teil des Lohnbestandteils ist. Und das rechnen Sie sich hier immer noch an, was die Menschen, die Mitarbeiter ja selbst über ihre Lohnsteigerung hier bezahlt haben. Das ist Ihre große klimaschutzpolitische Maßnahme im Verkehr, die größte Maßnahme, die Sie hier vorlegen. Und dann will ich Sie noch einmal mit dem Faktencheck belästigen. Sie sagen ja, das wäre eine Klimaschutzmaßnahme. Sie sagen ernsthaft, das ist eine Klimaschutzmaßnahme. Wir wissen seit dem 9-Euro-Ticket, dass das die teuerste Methode ist, um CO2 zu vermeiden im ÖPNV. Teurer geht es gar nicht. Und jetzt kann ich Ihnen nur sagen, im Verkehr ist es so, dass wir 2015 13,7 Millionen Tonnen Treibhausgase ausgestoßen haben. Und nach Ihrer hervorragenden Maßnahme, die jetzt schon einige Jahre läuft, ist das angestiegen. Wir verbrauchen jetzt oder wir emittieren jetzt 13,8 Tonnen Treibhausgase im Verkehr. Diese Maßnahme hat keine nennenswerte Einsparung gebracht. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn das die Leistungsbilanz von Schwarz-Grün nach 9 Jahren ist, dann kann man nur sagen, diese Regierung gehört endlich abgewählt, sehr geehrte Damen und Herren.
Vielen Dank, Kollege Rock. Als nächstes ist Kollege Rohl auch schon auf dem Wege hierher. Sie haben dann das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, vielleicht einen kurzen Satz zu meinem Vorredner. Sie haben ja das gemeinsame Gesetz, das wir als CDU und FDP beschlossen haben, den Hessischen Energiegipfel, haben Sie ja erwähnt. Da haben Sie vollkommen recht, das ist gut. Nur haben Sie sich inhaltlich mittlerweile davon völlig distanziert. Sie stellen sich ja immer hin und haben... Sie stellen sich hier immer hin und haben jede Form des Ausbaus von erneuerbaren Energien kritisiert und haben gesagt, die Alternative dazu, die sinnvolle Alternative dazu wäre der Ausbau von Gaskraftwerken. Wenn wir auf Sie gehört hätten, dann wüsste ich nicht, was wir heute für Energiepreise in Hessen zu zahlen hätten. Das vielleicht mal vorweg. Aber gerade die letzten Jahre mit ihren Krisen und Brüchen haben gezeigt, dass manche Selbstverständlichkeiten und Gewissheiten natürlich immer wieder neu zu bewerten sind. Und selbstverständlich tragen wir in Hessen unseren Teil und unsere Verantwortung zu den internationalen, europäischen und nationalen Klimaschutzzielen bei. Wir sind ein starkes Land in Deutschland und damit ein starker Teil in der Europäischen Union. Und wir bekennen uns zu einer gemeinsamen Verantwortung für den Schutz unseres Klimas und damit zur Sicherstellung des Erhalts einer intakten Welt für unsere Kinder und für die kommende Generation. Es kann keinen Zweifel geben, dass es jetzt unsere Verantwortung ist, den Klimawandel signifikant zu verlangsamen und die nötigen Anpassungen in die Wege zu leiten, damit wir eine gute Zukunft vor uns haben. Natürlich verfolgt Hessen Ziele zur Reduzierung seines Treibhausgasausstoßes, die zu den europäischen und zu den nationalen Verpflichtungen passen und der Rolle Hessens als starker Wirtschaftsstandort im Herzen Europas gerecht werden. Wir unternehmen eigene Anstrengungen und setzen eigene Maßnahmen um. Über 140 konkrete Maßnahmen für Klimaschutz und Klimaanpassung sind im Rahmen des ersten Klimaschutzplans bereits erfolgreich umgesetzt. Und das vielleicht noch, vielleicht noch zu Ihnen, weil Sie gerade gesagt hatten, Sie beschweren sich darüber, dass der nächste Klimaschutzplan ab 2026 gilt. Ja, selbstverständlich. Der aktuelle gilt bis 2025. Das ist dann, der fortfolgende Plan, dass der dann da ansetzt, wo der andere aufhört. Das ist doch irgendwo selbstverständlich. Natürlich machen wir das im Dialog mit den verschiedenen Interessengruppen, mit der Wirtschaft, dem Handwerk, der Industrie, den Landnutzern, den Umweltschutzverbänden, den Gewerkschaften und vielen anderen mehr. Denn nur wenn die Betroffenen beteiligt werden und mitmachen, können Veränderungen erfolgreich sein. Selbstverständlich schreiben wir einen Plan, der so erfolgreich ein- und umgesetzt wurde, wie der integrierte Klimaschutzplan bis 2025 fort. Natürlich ergänzen wir ihn um neue Ideen und notwendige Anpassungen. So hat die Landesregierung, so haben wir in den vergangenen Jahren gehandelt, und so werden wir das in Zukunft auch weiterhin tun. Lassen Sie eine Zwischenfrage. Nein, sonst kommt mit meiner Zeit nicht hin. Man fragen, warum brauchen wir denn so ein Gesetz? Es ging und es geht doch bislang auch ohne. Für mich lautet die Antwort erstens, wir brauchen in Zeiten zunehmender Ungewissheit mehr Gewissheit, weil die letzten Jahre zeigen, wie schnell Selbstverständliches zum Unmöglichen werden kann. Und deshalb ist es gut, hier ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz abzugeben, nicht nur im Reden, sondern auch im Handeln. Und als Vertreter des Parlaments sage ich ganz klar, ein Gesetz hat eben eine höhere Verbindlichkeit als ein Kabinettsbeschluss. Und auch als Vertreter einer regierungstragenden Fraktion sage ich sehr deutlich, diese Regierung ist auch uns als Parlament Rechenschaft darüber schuldig, was sie für den Schutz und den Erhalt unserer Zukunft tut. Und deshalb bin ich dankbar, dass uns hier ein Gesetz vorgelegt wird, mit dem wir als Parlament und Gesetzgeber klar definieren, was wir wollen und erwarten und wie die Prozesse ausgestaltet sind oder die Prozesse ausgestaltet sein müssen. Dass die Landesregierung bereit ist, an dieser Form der Selbstbindung aktiv mitzuwirken und dieses Gesetz mit uns gemeinsam zu gestalten, ist Ausdruck des guten und vertrauensvollen Miteinander, auf das wir unsere Arbeit aufbauen. Zweitens. Wir wollen ein klares Statement und Zeichen setzen. Auch im Angesicht größter akuter internationaler Krisen bleibt unser Bekenntnis zum Klimaschutz eindeutig. Unser Bekenntnis zu Frieden und Freiheit, Wohlstand und einer lebenswerten Zukunft ist nicht teilbar, und wir wehren uns gegen die Ideologen an den politischen Rändern,
die uns glauben machen wollen, man könne nur das eine oder das andere haben. Wir geben unser Bekenntnis zum Schutz des Klimas und zum Erhalt der Schöpfung nicht auf, auch nicht im Angesicht der Bedrohung des Friedens in Europa durch den russischen Angriffskrieg und seine Folgen für unsere Energiemärkte. Die aktuelle Krise mag ein Rückschlag für unsere Bemühungen sein, und sie mag Maßnahmen erfordern, die wir aus klimapolitischen Gründen lieber vermieden hätten. Aber sie ändert nichts an unserer Verantwortung zum Klimaschutz und nichts an unserer Entschlossenheit, unseren Ausstoß an Treibhausgasen zu reduzieren und damit dafür zu sorgen, dass unser Klima und unsere Umwelt unseren Kindern eine gute Zukunft ermöglicht. Drittens. Weil die Handelnden, die Wirtschaft, die Bauherren, die Landnutzer, die Verbraucher Planungssicherheit brauchen. Diesen langfristigen Ausblick können wir als Parlament und Gesetzgeber besser anbieten, und wir trauen uns diesen langfristigen Ausblick auch zu. Nicht, weil wir wissen oder planen können, mit welcher Technik, welchem Prozess, welcher Maßnahme, an welchem Ort oder zu welcher Zeit wie viel CO2 eingespart werden kann, sondern weil wir wissen, dass unsere Wirtschaft und unsere Bürgerinnen und Bürger die Kraft, Kompetenz, Innovationsfreude und Anpassungsfähigkeit haben, innerhalb eines klaren Ordnungsrahmens die besten und effizientesten Lösungen zu finden und mit unserer Unterstützung zu implementieren und umzusetzen. Was wir in diesem Gesetz regeln, das sage ich offen, ist nicht besonders innovativ, neu oder kreativ. Wir lehnen uns in den Zielen, den Zahlen und der gesamten Tektonik und Systematik an das an, was der Bund in seinen Gesetzen festgelegt hat. Wir leiten unsere Ziele wissenschaftlich fundiert von denen des Bundes ab. Wir verwenden die gleichen Zahlen und Daten für ein vergleichbares Monitoring. Wir schaffen die gleichen Mechanismen zur Anpassung bei Zielverfehlungen. Das kann man langweilig finden, aber im Angesicht der engen Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen den Zielen und Maßnahmen der verschiedenen staatlichen Ebenen ist das der einzig sinnvolle Weg. Nur wenn Bund und Länder hier Hand in Hand gehen, kann diese große Herausforderung gelingen. Deshalb ist es gut, wenn man hier miteinander redet und Dinge aufeinander abstimmt. Wir zeigen hier, dass wir bereit sind, den Weg des Bundes konstruktiv mitzugehen und mitzugestalten. Wir schreiben fest, dass wir den eingeschlagenen Weg der integrierten Klimaschutzpläne weitergehen wollen. Die Neuaufstellung des Klimaschutzplans 2030 ist innerhalb der Landesregierung bereits in vollem Gange. Es läuft ein breiter Beteiligungsprozess und ständiger Dialog. Durch dieses Gesetz wird sich an diesem sehr bewährten Verfahren nichts ändern. Es wird lediglich von einem freiwilligen Prozess, den die Landesregierung nach eigenem Ermessen steuern, abbrechen oder ändern kann, zu einem gesetzlich vorgeschriebenen Prozess. Und wir legen einen besonderen Fokus auf die Landesverwaltung selbst. Auch hier sind wir seit vielen Jahren mit der CO2-neutralen Landesverwaltung auf einem sehr guten Weg. Es ist doch völlig klar, dass die politischen Entscheidungsträger bei dem, was sie von der Wirtschaft, der Industrie und den Bürgerinnen und Bürgern verlangt, als Vorbild vorangehen muss. Der Finanzminister ist hier immer engagiert, in allen Bereichen der Landesverwaltung für Verbesserungen im Klimaschutz zu sorgen. In der landeseigenen Immobilienverwaltung steht die CO2-Einsparung ganz oben auf der Agenda. Mit diesem Gesetz bekommt auch dieser Prozess mehr Verbindlichkeit. Wir machen mehr Tempo. Wir erlauben weniger Ausreden. Klimaschutz ist kein Nice-to-have, es ist ein Must-have. Wir können von den Bürgern nicht etwas erwarten und einfordern, was wir nicht selbst tun und umsetzen. Deshalb haben wir in § 7 sehr klare, verbindliche Regeln festgelegt. Was wir hier festschreiben, korrespondiert dabei eng mit den Regeln, die wir parallel im Energiegesetz festschreiben. Das ist engagierter Klimaschutz aus einem Guss. Und als Letztes will ich noch einen besonderen Fokus auf die Regeln zur Klimaanpassung legen. Hier haben wir als Länder gemeinsam mit den Kommunen eine besondere Verantwortung, weil viele Maßnahmen nicht von der Wirtschaft oder den Bürgern erbracht werden können, sondern weil es oftmals um öffentliche Infrastruktur geht. Wir haben daher großen Wert darauf gelegt, dass dieser Bereich gleichberechtigt neben dem sicher prominenteren Bereich der CO2-Reduzierung steht. Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Es gibt hier kein Entweder-Oder, sondern nur ein Und. Denn eines ist ganz klar, egal wie erfolgreich wir mit unseren Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen sind, wir müssen uns, unsere Infrastruktur, unsere Prozesse und vieles mehr auf jeden Fall an ein sich veränderndes Klima anpassen.
Wenn wir die Geschwindigkeit der Veränderung reduzieren und ihr Ausmaß begrenzen und gleichzeitig die Geschwindigkeit und das Ausmaß unserer Anpassungsbemühungen erhöhen, können wir das Zentralste schaffen, was die Menschen von uns erwarten. Wir können ihre Sicherheit und ihre Zukunft schützen. Zu diesem Ziel und zu dieser wertvollsten aller Aufgaben kann dieses Gesetz einen Beitrag leisten. Deshalb freue ich mich auf die weiteren Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ulf.